Lena, hörst du mich? Crane! Verdammt! Die Verbindung ist schlecht. Hör zu, dein einäugiger Patient hat nicht halluziniert. Es gibt einen Ausweg. Vielleicht stimmt auch das, was er über die sagte, die sich nicht verwandeln. Kannst du ihn fragen, wo ich nachsehen soll? Er ist heute Morgen gestorben, Kyle. Das Fieber. Ich fürchte, du bist auf dich allein gestellt. Lena? Lena! Scheißberge. Sieht bewohnt aus. Mehr oder weniger. Was willst du? Mit jemandem reden, der ihr was zu sagen hat. Ich komme aus Harran. Tatsache? Bist du ein Schmuggler? Arbeitest du für diesen Betrüger? Ich bin kein Schmuggler. Ich brauche Hilfe. Frag nach Yazir. Aber ich warne dich. Wenn du klaust, schneiden wir dir die Hände ab. Hey. Gesegnet sei die Mutter. Was? Hören Sie, ich bräuchte ein paar Infos. Aber nicht von mir. Sprechen Sie mit Yazir. Okay. Wo finde ich den? Drinnen. In der Scheune. Danke.
Wollen Sie was? Haben Sie hier das Sagen? Ich brauche Hilfe. Sprechen Sie mit Yazir. Du wirst ihn nicht wiedersehen. Hast du verstanden? Ich verbiete es. Vater, bitte. Können wir nicht darüber reden? Nein, Ende der Diskussion. Na gut, wie du willst. Eski? Warte, Eski! Ich wollte nicht stören, aber ich suche nach Yazir. Das bin ich. Aber wir haben nur Brot, falls du etwas zu essen willst. Nein, ich will nichts zu essen. Ich bin aus Harran hergekommen, weil ich gehört habe, dass die Leute hier immun gegen den Virus sind. Dass sie sich nicht verwandeln, auch wenn sie gebissen werden. Ach ja? Und wer hat dir das gesagt? Ein Mann, der leider inzwischen tot ist. Dann hör ihm lieber weiter zu. Von mir wirst du auch nicht mehr erfahren. Verdammte Scheiße, warum hilft mir hier keiner? Der Virus frisst sich durch die Stadt. Menschen sterben. Und trotzdem lebst du noch. Ich sagte doch, dass du gehen sollst. Lena, hier ist Crane. Hörst du mich? Fuck, was für eine beschissene Einöde. Hey, du da! Komm mal her! Ach, komm schon! Ich weiß auch nicht. Und keine Panik, ich bin auch nicht wie die anderen Bekloppten. Ja genau, ich meine euch, ihr Spinner! Dann gehörst du nicht zu denen? Warum jagen sie dich nicht davon? Weil ich mehr zu verkaufen habe als nur dröges Brot. Ich heiße übrigens Khan. Kyle Crane. Hey, du kommst aus Harran, oder? Wahrscheinlich bist du meinem optisch benachteiligten Probe. Du meinst den Einäugigen? Genau, gut. Wie geht's ihm? Naja, er hat's nicht geschafft. Das ist sehr schade. Aber keine Riesenüberraschung. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Kurt behauptete nämlich, die Leute hier seien immun gegen den Virus. Weißt du was darüber? Ach, jetzt wo du sagst, wüsste ich nicht, dass sich einer der Einheimischen hier verwandelt hätte. Diese Spacken sind in so einem abgefuckten Kult. Ihre Anführerin nennt sie... Früher war dieser Kult nur eine harmlose Tradition. Sie haben ihn nicht allzu ernst genommen. Aber seit dem Ausbruch meinen sie es verdammt ernst damit. Überall kritzeln sie Symbole hin. Und diese komischen Rituale. Ich glaube, sie betten sie an. Okay, aber warum verwandeln sie sich nicht? Sind die alle auf Antizin oder was? Hör mal, ich bin ja Unternehmer und könnte noch Hilfe gebrauchen. Wie wär's denn, wenn du bei mir reinsteigst, als Partner? Willst du was kaufen? Freaks. Partner, wie soll das gehen? Naja, du willst Infos und da Kurt nicht mehr unter uns weilt, bräuchte ich einen Fahrer mit etwas Grips. Ich könnte dir was zeigen, das dich weiterbringt, aber zuerst brauchen wir einen fahrbaren Untersatz. Ein Fahrzeug? Hier draußen? Wo soll ich das denn herzaubern? Du könntest dich mal bei der nächstgelegenen Farm umsehen. Und hey, nicht allzu auffällig, okay? Yeah.
ich ganz vergessen. Besorg dir eine Waffe, weil du noch keine hast. Die Farm ist dein Banditenaußenposten. Wie bitte? Diese Info hast du vergessen? Naja, erschien mir in dem Moment nicht so wichtig. Die sind einfach nur lästig wie Flöhe. Keinen Plan, keine Eier, kein Sinn fürs Geschäftliche. Das fängt ja gut an. Ach, mach nicht so ein Drama draus. Du wirst schon mit denen fertig. Ich für meinen Teil muss mich jetzt um ein paar Kunden kümmern. Sag Bescheid, wenn du eine Karre hast. Brother!